Herzlich willkommen, meine lieben Zwillinge, zu eurer kurzen Tarot-Wochenbotschaft. Ich schaue heute schon für euch auf die nächste Woche mit den Tarotkarten 27. Mai bis 2. Juni. So, ich mische erstmal locker in der Hand, um Ihnen die Gelegenheit zu geben, rauszufallen. Ach, schau da an. Mhm, das ist eine sehr interessante, widersprüchliche. Nein, eigentlich ist sie gar nicht so widersprüchlich. Okay. Wir haben hier mit den Vier der Stäben eine Karte, die zeigt, ja, da kommt irgendjemand zurück. Da kommt irgendjemand wieder in dein Leben geschleudert, den du vielleicht, ich sag mal, ein Stück weit vermisst hast. Mein Problem bei der Kartenlegung ist tatsächlich, danach folgen zwei sehr dunkle Karten und die zeigen tatsächlich, ich sag mal, nichts Gutes an. Bitte schau, ob du dir wirklich wünschst, dass diese Person wieder zurückkommt. Ja, Vier der Stäbe wirkt jetzt erstmal zu schön, um wahr zu sein. Man freut sich, man bricht den inneren Jubelstürmen aus. Man freut sich wirklich massiv, dass da wirklich jemand um die Ecke kommt, den man vielleicht lange lange vermisst hat. Vielleicht ist das auch so so eine Atmosphäre von wegen der Ex-Freund meldet sich wieder, ich habe wieder Hoffnung, ich freue mich und so weiter und so fort. Worauf es aber hinausläuft, ist tatsächlich diese Anfängliche Freude wird relativ zügig von der Realität abgelöst. Und ich finde es tatsächlich immer ganz spannend, wie viele Menschen sich an den Ex klammern. Ich bin da tatsächlich überhaupt kein Fan von, weil hier, man sieht es sehr, sehr schön. Was passiert? Man freut sich, man hat wieder neue Hoffnungen und dann merkt man plötzlich, ach du liebes bisschen, es ist überhaupt nichts zu ändern oder beziehungsweise dieser Mensch hat sich nicht geändert. Ne? Wir stehen am gleichen Punkt. Da, wo wir vielleicht uns damals getrennt haben, nichts ist aufgearbeitet. Es ist tatsächlich so eine Karte der radikalen Akzeptanz. Es kann auch sein, dass der dich dann wieder verletzt, weil er wieder abhaut. Ne? Und das alles ist in dieser Karte drin. Das ist so ein bisschen, ja, man hat sich so hingelegt, es ist irgendwie vorbei. Vorbei, relativ fest vorbei warum fest? Es ist so dieses, es ist nicht zu akzeptieren, es, es ist nur noch zu akzeptieren. Man kann es nicht ändern. Im Außen ist nichts zu ändern. Im Innersten ist nichts zu ändern. Man muss es tatsächlich an der Stelle ein Stück weit akzeptieren. Und von dieser anfänglichen Freude, das, da es relativ zügig in die kalte, harte Realität. Und dann sitzt du da mit Tränen. Ne? Und beweinst das Ganze und bist tot unglücklich. Deswegen bitte schau gut darauf, wen du nochmal in dein Herz lässt. Gerade wenn es da vorher schon Schwierigkeiten gab, wenn es Verletzungen gab, wenn dich jemand respektlos behandelt hat, ähm, dann. Lass diesen Menschen nicht nochmal in dein, in dein Leben. Ne? Es wird hier tatsächlich auf nichts Gutes hinauslaufen. In dieser Woche ist hier dieses: da kommt jemand aus der Vergangenheit zurück, man freut sich zuerst. Dieses Risiko, oder ja, ich sag bewusst, Risiko ist groß. Deswegen passt gut auf euch auf. Meine Lieben, was ihr mit dieser Tarotlegung anstellt, das dürft ihr wieder ganz alleine entscheiden. Ich bedanke mich an der Stelle, dass ihr zugeschaut habt. Ich freue mich, wenn ihr das Video liked und bis zum nächsten Mal.